Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Alice Madness Returns. Wir sind hier immer noch in diesem lustigen Sternchen-Level. Übrigens erinnert mich das mit den Sternen und dieser Eislandschaft hier an einen kleinen Disney-Pixar-Kurzfilm, den ich vor einiger Zeit gesehen habe. Da geht's irgendwie darum, dass ein paar Leute immer auf den Mond klettern, um ihn von Sternen zu reinigen. Weil da immer Sterne drauf runterfallen. Fand ich voll süß. Die Idee. Müssen wir da hoch? Ich weiß es nicht. Ich würde jetzt einmal hier reingucken, was da kommt. Ah, da bist du ja, Alice. Was haben die Herzkönigin und ein Taifun gemein? Oh, ein Rätsel. Beide sind gewaltig, beide sind wahllos und zerstörerisch, beide sind grausam. Das alles nur meint es der Tornado nicht so. Ja. Perfekt. Ha. Richtig. War jetzt auch nicht so schwer. Rosenfarbe. Mal die Rose rot an. Ah! Jetzt wissen wir auch, was es damit auf sich hat. Huch. Das war so ein kleines Mini-Zwischenlevel anscheinend. Cool. Ich guck mal gerade nach. Das bezieht sich als aufs Kapitel. Okay, also das im letzten Kapitel haben wir irgendwie gar nichts in die Richtung gemacht, ne? Naja. Es ist nicht mehr weit bis zur Flasche, bis zum Schiff, meine ich. Oh mein Gott, ich erinnere mich noch. Ich habe vor Jahren, als ich gerade angefangen hatte auf YouTube, mal... Da ist eine Schnauze. Ich wusste doch, dass diese Eisscholle nicht umsonst da ist. Ich hatte vor Jahren mal bei Miss GLaDOS auf dem Kanal dieses Spiel hier gesehen. Da kannte ich das noch gar nicht. Und fand das damals schon so ziemlich cool, als ich das gesehen hatte bei ihr. Und da war sie auch gerade in diesem Level hier, beziehungsweise im nächsten. Also sag ich zu Dr. Bambi, Dr. Bambi, ich mein, Modellbau ist ja gut und schön, aber Verschwendung von einer richtig guten Buddel. Da passt Gin für mindestens 3 Pence rein. Das werde ich Björn demnächst auch sagen. Weil er ja auch so gerne Modell baut und da jede Menge Kohle reinsteckt. Da war, auf jeden Fall war sie da auch gerade hier, hatte dieses Level gerade angefangen. Also nicht das hier, sondern das, was jetzt kommt gleich. Und damals dachte ich schon, wow, das Spiel muss ich haben. Okay, weiter geht's. Rutsch, rutsch, rutsch. Hüpf, hüpf, hüpf. Hier wachsen Pilze. Bumm. Zack. Haben wir noch irgendwo was versteckt hier? Immer schön gucken, ob uns was entgeht. Muss ich hier überhaupt lang oder hätte ich auch weiter nach da gehen können? Warte mal. Da ist... Ich guck mal gerade hier um die Ecke, aber ich glaube, ich werde gleich auch lieber mal nochmal nach da gehen, weil ich weiß nicht. Ich weiß jetzt gerade nicht, was der richtige Weg ist. Ich glaube, da rutschen wir. Okay, dann gehen wir nochmal kurz zurück. Denn ich weiß nicht, ob wir nochmal zurück können, wenn wir einmal da lang gegangen sind. Beziehungsweise geht's mir... Ist es bei dem ja genauso? Hm. Naja.
Nein. Halt. Das war gerade, wow, das war gerade richtig knapp. Vielleicht war das doch nicht der richtige. Vielleicht ist es auch egal, welchen man nimmt. Habt ihr diesen Fisch gerade gesehen? Oh mein Gott. Der hätte uns fast erwischt. Okay, wir kommen dem Schiff immer näher in der Flasche. Jetzt, okay, jetzt sind wir, glaube ich, da, wo wir eben eh gelandet wären. Oder? Hier ist nochmal... Hey. Oh, sag nicht, dass unser Pferd nicht stark genug ist gerade. Können wir das schon auf... Nein, uns fehlen 50. Schade. Oh, das ist jetzt echt schade. Wir müssen das Pferd mal irgendwann upgraden, damit wir auch wirklich alles... alle Secrets mitnehmen können. Das wäre sonst echt ärgerlich. Was sind das da hinten? Sind das nicht... Das sind doch Zähne. Nur wie komme ich da hin? Irgendwie packt mich gerade so ein bisschen der Ehrgeiz, dass ich, weil ich dieses, diese Zähne haben will. Oh, warte mal. Hier, das hatte ich noch übersehen. Oh, sehr gut, sehr gut. Vielleicht kriegen wir ja die 50 jetzt zusammen. Nee. Das sind bei weitem nicht 50. Naja, egal. Entschuldigung. Egal, dann können wir da halt noch nicht rein. Dann müssen wir jetzt erstmal weiter. Hui! Und... Nein! Scheiß! Gehen wir hier runter. Hier rüber. Und jetzt sind wir beim Schiff. Was? Ein Holz. Komm an Bord, Alice. Wir sind totgeweiht. Was? Gibt es denn keine Hoffnung? Es gibt unendlich viel Hoffnung, nur nicht für uns. Also komm rauf. Das sind ja coole Haie. Verflixte Biester. Die wollen mein Schiff. Ich glaube, sie haben es eher auf dich abgesehen. Niemals. Wir sind beinahe verwandt. Du bist mit Suppe verwandt, Admiral. Ich hab's. Wir verschwinden hier und besuchen die Show vom Zimmermann. Ein echter Straßenfeger. Der Zimmermann meint, was wir nicht ernst nehmen, kann uns nicht verletzen. Tauch jetzt besser ab, Admiral. Oder die Haie verspeisen uns. Zwischensequenzen sind auch so cool gemacht mit diesem Papiereffekt. Ich stehe drauf. Und der Controller rastet aus. Meide Wrackhaie, Kanonenfeuer und Minen. Ah, okay, ich glaube, das hier war jetzt so ein lustiges Zwischenlevel. Drück die linke Maustaste, um Kanonen abzufeuern und die rechte Maustaste, um Wasserbomben zu schießen. Okay. Bum bum, das ist die linke Maustaste. Das ist hier gerade wie das Unterwasserlevel bei Super Mario Land 1. Also so, das hat mich irgendwie daran erinnert. B ist... Ja. Okay, also wir können... Mit B können wir Fässer... Oh, scheiße. Können wir Fässer nach unten lassen. Wir müssen übrigens nicht alle von den Haien erwischen. Hauptsache, die erwischen uns nicht. Ja, das ist gerade sehr wie das... Mario-Level. Ja. Auf jeden Fall. Oh. Böser Hai. Böse. Okay, dafür brauchten wir gerade B.
Ach, Mist. Ah, wir können... Ach, wir kriegen Punkte. Okay. Zu spät. Oh Gott. Bomben. Und... Oh Gott. Krabben, die uns abballern. Die werden uns übrigens später im Spiel noch begegnen, diese Krabben. Wollte ich nur mal so gespoilert haben. Bumm. Die Krabben interessiert das irgendwie rechtlich wenig, wenn ich sie mit meinen Explosivfässern abballere. Es sind bombenfeste Krabben. Nee, doch nicht. Okay. Rabams. Ich weiß gar nicht, wie lang das Level ist. Bumm. Kaputt. Alter, wie alles wackelt. Krass, Mann. Scheiße. Okay, wir haben noch 7. Gott sei Dank haben wir nicht sowas wie Treibstoff oder so. Sonst hätten wir echt ein Problem gerade. Okay. Autsch. Das schöne Schiff. Und da sind wir unter Wasser. Oh, mir tun alle Knochen weh. Wir sind zu schnell abgetaucht. Mein Schiff ist ein Wrack, genauso wie ich. Ein Admiral geht mit seinem Schiff unter. Ich wusste überhaupt nicht, dass du Seemann bist. Wenn ich mich recht entsinne, warst du doch Bahnhofsvorsteher der Spiegelbahn. In hohem Bogen bei der Eisenbahn rausgeflogen. Redundanz, meinten die Trottel. Nie Urlaub genommen, loyal wie eine Bulldogge. Eine neue Richtung einschlagen, sehr witzig. Wenn ich eine hätte, klingt eher nach Entgleisung, Endstation, Katastrophe. Mein Schiff ist futsch, die alte Eisenbahn ist tot und dieses neue Ding ist ein Monstrum. Was ich nicht weiß, macht mich nicht krank. Mehr sag ich nicht. Wir verstehen uns. Themenwechsel. Wir wollen nicht über die Sache mit dem verbotenen Namen sprechen. Wäre schön, mal etwas Brauchbares über diesen neuen Zug zu erfahren. Dir ist es egal, wenn andere leiden. Geh doch zur Raupe mit deinen Fragen und schlauen Bemerkungen. Tut mir leid, Admiral, ehrlich. Bitte, sag mir, was du über den Zug weißt. Sagen wir sind einem verseuchenden Verderben entronnen. Sei froh, hier unten zu sein. Aber ich will nicht entrinnen. Ich will es aufhalten. Ich muss es aufhalten, um mich selbst zu retten. Und auch das Wunderland. Unsinn. Apropos Unsinn. Zeit für Unterhaltung. Die Show muss weitergehen und so. Da wir von Shows reden... Tun wir nicht. Stimmt, egal. Hier ist eine Eintrittskarte für die Show vom Zimmermann. Für dich. Totentanz. Oh, das klingt ja einladend. Illusionstiefen. Wir sind endlich in der Unterwasserwelt. Und ich freue mich riesig auf das Level. Wie ihr seht, das ist das neue Kleid. Ich stehe total auf diesen Leuchteffekt. Und wenn es dunkel ist, dann leuchtet es noch richtig cool. Und natürlich diesen kleinen Bömmel, der da hinten dran ist. Wie bei einem Anglerfisch. Der immer so lustig hin und her fliegt. Ja... Der gute Admiral tut einem natürlich ein bisschen leid, diese lustige Chimäre hier. Der hat wohl früher bei der Spiegelbahn gearbeitet und wurde im hohen Bogen hinausgeworfen. Denn wir haben ja jetzt diesen neuen Zug, diesen Westminster Abbey Zug. Und wir werden uns mal diese Erinnerung hier abholen. Gauner trug eine groteske Kopfbedeckung spazieren. Hätte ich ein so unschickliches Accessoire, ich würde es verbrennen. Alle Beweise zerstören, seine Existenz verleugnen. Ich lege Wert auf meinen Ruf. Aha, aha. Etwas kryptisch. Okay. Ja. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie lang die Folge ist. Oh, was tut... Was...
was tut ihr Fortsatz da hinten? Ich glaube, er möchte Fische anlocken. Gleich werden wir von einem Fisch gefressen. Obwohl wir ihn eigentlich fressen wollen. Nein. Ja, ich weiß nicht, wie lang die Folge tatsächlich geworden ist. Bitte tötet mich nicht, wenn sie etwas zu kurz ist, weil ich hatte neulich mal eine Beschwerde, weil die Folge zu kurz war. Das kann mal passieren. Tut mir dann leid. Das ist einfach nur, wenn ich mich vertan habe bei der Länge. Kann mal vorkommen. Bitte nicht böse sein und ich hoffe, ihr seid gespannt, wie das nächste Level laufen wird. Ich bin's auf jeden Fall. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao!